Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute hier in der Finnair Lounge über Gate 25. Das ist der Flug, der geht nach Prag. 4.53 Uhr Helsinki Zeit. Ich habe euch aber trotzdem frisch gepresste Themen. Nein, ich fliege nicht nach Prag. Ich habe es nur für euch rausgesucht, falls ihr fragt, welches Flugzeug das ist. Schauen wir mal, ob die das mit dem Boarding gleich anfangen, ob die Lampen angehen und alles. Oder ob ich mit der Sendung schneller fertig bin. Vier frisch gepresste Themen. Wir haben natürlich das Thema Qatar Airways wie immer, aber heute haben wir etwas, was positiv ist. Da geht es darum, dass man die Curfew für die Mitarbeiter, also Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, weggenommen hat als neuer CEO. Dann haben wir von Boeing die 737 MAX 10. Die ist endlich in der Endphase der Flugerprobung. Heißt also, da passiert was, da geht was. Wir haben aus der Welt der Meilen zwei Dinge. Einmal Miles and More. Das hat mir jemand von euch zugeschickt. Ich glaube, das war Venture X, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar hat er geschrieben, neue Miles and More Challenge. Da kann man nämlich viele, viele Meilen in Frankfurt am Flughafen bekommen. Und das zweite ist auch wieder was Lustiges aus der Welt vom Eierfranken, KLM, Flying Blue, aber auch Etihad. Die wollen reziproke Statusvorteile einbauen. Heißt also, dass man dort auch dann Vorteile hat. Jetzt denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, dass ihr auch kommentiert. Ja, kommentieren, das ist immer, immer wieder wichtig. Wir haben jetzt das erste Thema und zwar ist das Qatar Airways. Qatar Airways hat ja als, ich nenne es jetzt mal als Bude, immer wieder mit mir zu tun, wenn es da solche unangenehmen Sachen gibt, wie diese, ich weiß gar nicht, wie man es immer, die Intimuntersuchung nenne ich es einfach mal. Oder der Kollege, der mit seiner Feuchtigkeitscreme seinen Tint aufgebessert hat, dass er da einer horizontalen Okkupation nachgeht. Aber jetzt ist es so, der neue CEO von Qatar Airways hat diese drakonische Kontrolle bei Qatar Airways etwas reduziert. Und zwar hat er seine Position als CEO, also Chief Executive Officer, wie das so schön heißt, von Akbar Al-Barker bekommen. Und der Kollege Almer, wer heißt denn mit Vornamen Almer, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der hat auf jeden Fall gesagt, dass man zwischen 4 Uhr nachmittags und 7 Uhr morgens nicht die Bude verlassen darf, damit man nicht auf unkeusche Gedanken kommt. Und Bewegungen der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter wurden halt von Security Guards kontrolliert. Da wurden auch Spotchecks gemacht, wie das so schön heißt. Man heißt, man ist da in die Zimmer reingegangen, hat geguckt, ob die Leute auch wirklich da sind. Wenn sie nicht da sind, dann gab es direkt auf Fresse. Und jetzt ist es so, dass diese Nighttime Curfew, da ist meine Jacke gerade runtergefallen, jetzt auch wirklich Geschichte ist. Müssen wir einfach mit der Sendung weitermachen. Die Jacke muss unten liegen bleiben. So, dann ist es halt so, dass man jetzt wirklich auch während der Pandemie dort solche Curfews gemacht hat. Einzige Ausnahme war wirklich, dass man unterwegs ist, weil man fliegen musste. Und das ist Geschichte. Also ich denke mal, dass man dort jetzt wirklich die Zeichen der Zeit etwas verstanden hat. Auch wenn das jetzt erstmal eine Lockerung ist, aber ich denke mal, dass das Eichhörnchen sich wie immer mühsam ernährt. Auch hier könnt ihr natürlich jetzt wieder die Frage des Tages beantworten. Die Frage des Tages machen wir ganz einfach in dem Themenbereich. Und zwar findet ihr das gut, dass die Käfighaltung der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter reduziert worden ist. Also, dass man da mehr Freiheiten gibt.
sollte man jetzt deshalb der Qatar Airways etwas mehr Leine geben und sagen, das ist okay. Aber jetzt kommt der Kollege auch mit dem Reinigungsgerät, das finde ich toll. Gucken wir mal, hier seht ihr es. Da läuft er. Ist er jetzt im Bild? Ja, da läuft er. Und wieder zurück. So, auf jeden Fall die Frage des Tages beantworten, Like da lassen. Ihr wisst ja, wie das Spiel geht. Dann haben wir als zweites Thema das Thema 737 MAX 10. Da war ja das Dilemma, dass man bei den Freunden bei Boeing so ein bisschen den Faden verloren hat. Heißt also, dass man dort mit dieser alten Architektur über die Jahreswende nicht gehen durfte und hat sich da ein bisschen Luft geholt von der Regierung quasi und hat gesagt, die dürfen leider das machen mit dem alten System. Und jetzt ist es so, dass man bei der Boeing-Firma die 10er in die Enderprobung geht, in die Endphase der Flugerprobung, was ja Enderprobung sein kann, ne? Wenn man jetzt da guckt, darf man jetzt natürlich auch Personal mitnehmen, was also auch Triebwerkssachen kontrolliert und auch andere Parameter kontrolliert, weil vorher ist es so, bevor man nicht diesen TIA hat, TIA ist übrigens die Type Inspection Authorization, darf man nur die wirklich fliegende Crew mitnehmen, weil es sich ja wirklich noch um ein Flugzeug in der richtigen Erprobung handelt, aus Sicherheitsgründen. Das Flugzeug soll in der Tat als A321neo Konkurrent in 2024 kommen und erscheinen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet als Freunde von Boeing und ob das ein Flugzeug ist, was Carsten S. aus M. sich wirklich in die Flotte holen sollte oder nicht. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Das ist so, nennen wir es mal, mein Takeaway. Ich weiß es nicht. Also 1000 Flugstunden, 400 Flüge, also bald kommt er. Jetzt haben wir auch das Thema bald kommt er, und zwar sind das die Freunde von Air France, KLM, aber auch Etihad. Und zwar ist es so, dass die jetzt reziproke Meilen-Benefits oder Status-Benefits geben. Und wir können da auch einfach mal wirklich drauf eingehen, was da alles ist. Also das heißt, dass man bei diesem Codeshare-Agreement, was man gemacht hat zwischen den Firmen, dass man 40 neue Routen innerhalb Europas, Mittleren Osten, nee, das heißt auf Deutsch Nahe Osten, obwohl Middle East im Englischen, aber dann auch Asia Pacific und Australien gemacht hat. Das heißt also, man sieht dann auch diese reziproken Benefits. Ich bin mal gespannt, was diese reziproken Benefits sein werden, außer dass man Meilen dort sammeln kann. Wichtig ist halt auch, dass man die Lounges benutzen kann und dass man dort dann auch die Vorteile benutzt. Und gerade in Abu Dhabi, ich habe ja auch Bilder gesehen, danke nochmal, dass du mir zugeschickt hast. Hat auch ein Zuschauer gemacht aus Abu Dhabi, aus der Lounge, wo man sagen muss, hey, cooler Scheiß, da will man gerne rein. Also da macht es vielleicht so ein Platinum von Air France durchaus Sinn. Und ich glaube, dass man da gespannt sein kann, was halt wirklich noch passiert. Weil wenn man sich dann bei den reziproken Sachen das Ganze anguckt, vielleicht ist es ja dann auch so, dass die eventuell irgendwann mal wieder etwas näher zusammenrücken, weil natürlich die Etihad gehört ja zu keiner Allianz und vielleicht sind die dann auch irgendwann dabei, dass man bei der SkyTeam sich anbandelt. Also Etihad wäre jetzt eine Fluggesellschaft, wo ich sagen würde, SkyTeam, da fliege ich SkyTeam. Also das muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, aber auch ihr könnt unten schreiben, was ihr denkt drüber, ob ihr Etihad als gute Fluggesellschaft seht oder ob ihr sagt, das ist eine Aufwertung für SkyTeam oder nicht. Der Kollege mit der Maschine kommt wieder vorbei, er macht das hier alles sehr akkurat, aber ich zeige ihn euch diesmal nicht. Wichtig an dieser Stelle ist, kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke, Like. Aber wir haben noch ein Thema, bevor wir hier Schluss machen. Ihr habt gesehen, ich bin ein bisschen aus dem Konzept geraten, weil der Kollege mit der Maschine vorbeigekommen ist. Und zwar gibt es jetzt eine neue Miles & More, diese Challenge. Ihr kennt ja diese My Challenge, die aus der App ist. Heißt also, die nennt sich dann My Challenge Frankfurt Xmas
und die kann bis zu 2500 Punkte generieren. Man bekommt 250 Punkte, wenn man eingekauft hat, eine Meile pro Euro. Dann gibt es nochmal bis 75 Euro eine Meile, das wären dann maximal 750. Und dann nochmal bis 150 eine Meile, 1 Euro. Heißt also 250 Meilen sind da möglich. Und Partner sind fast die ganze Latte, Photo Air Relay, Tripodi, Wempe, Quickers, Mondo, Germany and More, iLove. Also das heißt, ihr braucht noch nicht mal reinzugehen. Ihr könnt das auch auf dem Landside machen. Da ist, glaube ich, auch diese Germany and More Bude. Und wichtig ist, dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden, die da sind, dass die Einkäufe berücksichtigt werden, die vom 27.11. bis zum 31.12. am Frankfurter Flughafen gemacht werden. Also lang genug Zeit, um da was zu machen. Ausgenommen sind banderolierte Tabakwaren, pfandpflichtige Getränke, Pressebuchartikel sowie Einkaufstüten. Das ist halt das, wenn ihr Relay habt. Und dann gibt es bei Wempe Cut, gibt es Wempe Ashoka, Wempe Statement, Wempe Casuals, Wempe Classic, Wempe Gentleman, Wempe Junior. Also im Prinzip fast die ganzen Eigenmarken vom Wempe. Auch die Glashütte gibt es leider nicht. Weitere Bedingungen sind natürlich auf der Miles & More Seite zu sehen. Ja, ich sag mal so, dass es natürlich ein Thema ist, dass die Leute da nicht ganz so happy sind. Aber es ist jetzt mal eine Aktion, wo jeder was machen kann, wo jeder was bekommen kann. Und ich finde es spannend, insofern, dass es zumindest was gibt. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu diskutieren, dass es jetzt nicht wirklich was Geiles ist, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch zu kommentieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das tut und ich freue mich, wenn ihr das tut und wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Morgen sollte die Sendung aus dem Studio wiederkommen und dann auch mal wieder live zur Abwechslung nach etwas längerer Abstinenz. Also danke euch und für euch wie immer der Abspann und ich habe den Abspann jetzt so, dass ich ihn direkt finde. Also bis dann, ciao. Thank you.